Willkommen zurück zu Lufia 2 Rotz. Und wir sind im letzten Part hier in Minias stehen geblieben. Jetzt müssen wir, da waren wir ja kurz, ganz kurz waren wir da, im Königreich Rusalka. Da gehen wir jetzt rein und da lernen wir jemanden kennen. Mit Blitzen und Donnern. Und wer bist du? Ich bin Shabo und ich weiß, wer der Babo ist. Entschuldigung. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Hey, was ist das? Was geht ab? Was? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Du bist also der stärkste Krieger des Schlosses? Ha, der Oberwaschlappen? Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig. Mein Name ist Idura. Ein gewisser Jemand hat mich geschickt. Wer? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender, ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Genug gequatscht. Warum bist du aus deinem Loch gekrochen, Alter? Du hast eine recht lange Leitung. Okay, jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Du hast wohl zu heiß gebadet, oder? Dieses Königreich willst du zerstören? Alter, mit deinen Babymonstern? Du beliebst zu scherzen. Hä, Digga, weißt du, kannst mich mal. Du spielst mit deinem Leben, auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde. Packt ihn! Digga, du Unglückswurm, hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig. Worte sind Schall und Rauch, auch wenn es satzverstärkende Worte wie Alter und Digger sind. Zeige deine wahre Stärke. Was zum... Huhu, hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los, Digger. Das war nur einer meiner 100 Spezialtricks, Alter. Dagegen sind deine Monster kleine Fische. Weicheier. Ha, so einfach kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her. Was? Bezahlen? Bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Du hast nichts, was ich kaufen möchte. Schuft! Du hast mich lange genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Alter, was hat die denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser erreichen, außer vielleicht der Kellner da unten. Aber bin ich nicht klasse? Stark, das ist mal sicher. Und ein ziemlich großes Ego. Ja schon, das ist wahr. Aber nicht so besonders clever. Stimmt. Ha, da scheint noch eine kleine Monsterdame übrig zu sein. Na, Süße? Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Eure Hoheit, da ist es. Oh, hallo! Wunderbar, Persus, trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Ich bin der Prinz und ich spreche schnell. Schau, Persus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung, eine wirklich königliche Leistung, Sire. Keine Schmeicheleien, als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen, eure Majestät, eure Großhaftigkeit. Hey, Descartes, du bist es, hast du das auch gesehen? Hast du gesehen, Mein König, bringe dich nicht in Gefahr. Papplapapp, nur ich kann dieses Land beschützen. Descartes, sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Gut, Persus, ich gehe wieder hinein. Digga, was ist mit dem los? Das war also Descartes. Das ist ein aufregendes Land in jeder Beziehung. So, und ich muss jetzt mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil mein Hals kratzt. In der Zeit laufe ich hier mal so ein bisschen im Kreis. Ah, jetzt muss ich natürlich die Flasche wieder zumachen, da kann ich nicht im Kreis laufen. So, du siehst aus wie ein echter Krieger. Bist du vielleicht Foxy? Genau, der bin ich. Digga, ich hörte bereits von dir. Den Ruf halt dir voraus, Alter. Naja, die Leute... Nicht so bescheiden, Alter. Ich wollte dich und deine Leute immer schon mal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell! nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Alter, Spielverderber. Aber schade, es wurde gerade interessant. Aber warum bist du dann hier? Kennst du einen Mann namens Gades? Naja... Er soll ganz Gondoran in Schutt und Asche gelegt haben. Einfach verpufft die Stadt. Kaum zu glauben. Aber leider wahr. Wie kann bloß ein Mann ganz alleine eine ganze Stadt zerstören? Fast ein wenig furchterregend. Furcht
Quatsch! Ich brenne darauf, ihm Zunder zu geben, Digga. Ehrlich? Ach ja, Gardas soll hier in der Gegend sein. Sicher? Und das sagst du nur so beiläufig? Ja, und Idura soll auch in der Nähe sein. Hab ich gehört, in der Zeit, in der ich da vorne an der Tür gestanden hab. Meinst du, Gardas hat ihn entsandt? Idura beherrscht die Monster. Gardas, der alte Saftlappen, muss dahinter stecken. So ganz nebenbei, willst du mir nicht deine netten Begleiterin vorstellen? Oh klar, das ist Tia, die kenne ich seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Das ist Selan, sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen Gardas beistehen. Hi. Oh, Selan aus Pandoria. Du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Du bist ein Süßholzraspler, wie? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert. Doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Du schmieriger kleiner Drecksack, du. Fühlt euch im Schloss wie zu Hause. Lasst uns später die Klingen kreuzen. Ziemlich direkt, der Junge. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die die Mädels immer wieder hineinfallen. Warum schauen wir uns denn das Schloss nicht von innen an? Ja, das ist eine gute Idee. Nachdem wir jetzt 6 Minuten lang nur gequatscht haben und Blödsinn gemacht haben bei den Dialogen. Muss aber auch mal sein. Ich meine, ich könnte das jetzt auch so ganz stumpf vorlesen, so. Hallo, die Übernachtung kostet 30 Goldmünzen. Nein. Es würde keinen Spaß machen. Ich meine, ich kenne solche, ich habe schon viele solche Let's Player gesehen. Auch diesen Kommentarstil zum Beispiel. Ich komme jetzt noch mal kurz ins Schloss rein. So, und dann sind wir hier in Rusalka und gehen hier in das Schloss rein. Da haben wir da ein Hotel. Da könnten wir übernachten. Und einen Shop. Und da, Hallöchen, sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas findet. Dann haben wir einen Stab, ein Skimitar, ein Eisenschwert. Und das können wir jetzt ausrüsten. Das habt ihr ja alles schon gesehen. Und oh Leute, es ist doch langweilig, eine solche so eine Moderation ist doch langweilig. Ich meine, ich kenne das. Ich bin Webradio-Moderator gewesen, jahrelang. Ich kann reden. Ich weiß, wie ich reden muss. So. Und ich meine, ich kann niemandem vorschreiben, wie er seine Let's Plays zu machen hat. Um Gottes Willen, das will ich auch nicht. Aber sind wir doch mal ehrlich, das war langweilig, was ich eben gemacht habe. Und das will ich auch nie wieder von jemandem hören. Okay, ich meine, ich muss ihn ja nicht abonnieren. So. Ach ja, ist das schön. Das war vielleicht ein bisschen Fail gerade. Der ist schwach, aber den darf ich nicht hergeben, deswegen rüste ich ihn lieber aus. Futter. Skimitar. Lecker. Federrüstung. Für Jürg. Swanhelm. Lecker! Flederstein. Oh, super lecker. Fuck, den hätte ich mir aufheben müssen. Wobei, der nützt DK ja nichts. Ich hab nicht gespoilert. Ach, Leute. Rocks! Erreicht die nächste Stufe des Daseins. Er wurde zum Ultra Rocks. Er ist digitiert. Nee. Ich meine, ich habe jetzt auch zum Beispiel bei meinen Mario Hacks nicht immer die beste Kommentation. Die will ich auch gar nicht haben. Weil ich mich bei Mario Hacks konzentriere. Ey, Foxy, bist du jetzt bereit für ein kleines Duell? Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Ah, das ist der Typ, der dir das Wasser reichen kann? Okay. Was haben wir denn hier unten noch? Willkommen, willkommen! Wumme, 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 wumme. Ja. Mal so 20 Stück. Die sollten reichen. Gegen Idura. Ich benutze eigentlich nie Wummen, aber ich will die jetzt einfach einmal benutzen, nur um sie euch zu zeigen. 20 Mal benutze ich die und dann ist vorbei. Und da können wir wieder speichern. Speichern. In Minias haben wir das letzte Mal gespeichert. Wir sind immer noch Level. Wir haben kein Level abbekommen im letzten Part. Und diesen Part auch noch nicht. Wir müssen unbedingt wieder kämpfen. Ganz viel kämpfen. So. Eure Hoheit, Idura ist in die Nordgrotte geflohen. Wunderbar, Persus. Ich packe meine Sachen. Pack meine Sachen, Idura. Ich werde Idura das Fürchten lernen. Jawohl, mein König. Die Nordgrotte ist ein gefährlicher Ort. Es ist besser, wenn ich mich um Idura kümmere. Danke für das Angebot. Doch ein Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Aber eure Majestät. Keine Angst, gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Selbstverständlich. Sire. 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 Eure Hoheit.
Dekar, es tut mir leid, dich immer wieder um Hilfe zu bitten, aber könntest du dem Prinzen folgen? Keine Frage, aber auf Dauer macht dieses Spiel keinen Spaß. Und warum hörst du dich an wie Heino? Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Ich weiß, aber hab doch etwas Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König. Ich mache mich sofort auf den Weg zur Nordkrotte. Ach ja, Dekar, vielleicht könntest du Rocco helfen, ohne allzu viele, verstehst du? Ich habe verstanden. Alter, Digga, schon wieder. Ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Alles klar. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was der noch zu sagen hat. Seit seiner Kindheit hat Prinz Rocco nur einen Wunsch. So stark sein wie Dekar. Das wäre ja alles kein Problem, wenn nur ein wirklich starker Prinz aus ihm geworden wäre. Ein wirklich starker Prinz aus ihm geworden wäre. Wäre. So. Was haben wir denn hier? Hallo. Das ist heute aber wirklich sehr lecker. Aha, willst du damit sagen, dass mein Essen sonst nicht schmeckt? Oh, da ist aber jemand empfindlich. Nun ja. So, das war so ein kleines Gimmick zwischendurch. In der Küche von Rusalka, wo kaum noch einer reinguckt, der dieses Spiel kennt, weil er dieses Gimmick kennt. Und ich wollte es euch einfach zeigen. Gimmick, Easter Egg, ist auch egal. Geht's dir wieder besser? Willkommen im Königreich Rusalka. Idura hat mir voll zugesetzt, hat mir voll in die Rippen gehauen und ihr redet mich einfach an, als wäre nichts gewesen. Du bist ein Arsch. So. Ich habe schon lange keinen Kampf mehr auf der Overworld gehabt. Oh! Ah, nein. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Die sind scheiße. Das ist übrigens eine der Grotten, eine der Höhlen, die ich nicht mag. Lala, weil ich immer irgendwie den falschen Weg gehe. Aber ich gehe erst nach links. Diese Klatscher sind voll schlimm. Die sind voll schlimm, Leute. So, und währenddem hier alle einfach mal... Wow, Rox ist tot. Der Rox ist tot. Während wir hier kämpfen, trinke ich einfach mal einen Schluck. Ganz still, heimlich. Waren drei Schluck, aber du bist ein Arsch, du hast Verstärkung gerufen. Bist zu schwach alleine, wa? So, gehen wir erst nach links. Komm mal her, du. Probieren wir doch einfach mal unsere neuen Zauber aus, auch wenn es keine Angriffszauber sind. Außer der Glutball, der ist Angriffszauber. I like what I see. Do you like what you see? Yeah. So. Ah, ich warte immer noch so auf die ersten PNs, ey. Foxy, ich sag mal, kann es sein, dass du schwul bist? Leute, ich kann euch beruhigen. Nein, ich bin einfach nur bekloppt. So, das ist ein Unterschied. Alles klar. Ach, wenn ich mich manchmal so anhöre. Ah. Ich bin doof. Ich habe euch noch nicht mal das Rätsel erklärt. So. Diese Treppe, die haut immer wieder ab. Kommen wir von der linken Seite, geht sie nach unten. Kommen wir von oben, geht sie nach links. Kommen wir von rechts, geht sie nach oben. Kommen wir von unten, geht sie nach rechts. Also erstmal von oben. So, lesen wir mal das Schild. Die Treppe in eine Falle gelockt. So geschockt, dass die Bewegung innehält und den Ausgang offen hält. Held auf Held. Du bist ein Held beim Reimen, ey. Chabos wissen, wer der Babu ist, ne? Hier, Opfer. Und so, reicht. So, der Zauber hat mir übrigens sehr gut gefallen, aber nicht gegen den Sandgolem, denn gegen den hilft ein Wasserzauber. Und den haben wir sogar. So. Furie ist übrigens gut für die Angriffe, weißt du? Ist sie gut für Angriff und so weicht. Nein, also. Ich muss den Part auch schon fast beenden. Oh, das hat's jetzt vollgebracht, Leute. Das hat's jetzt vollgebracht. Wobei, eigentlich rein physikalisch gesehen, wenn ich den mit einem Blutball treffe, dann müsste der ja eigentlich zu Glas werden. So, Leute. Ich werde aber im nächsten Raum den Part beenden. Ich hoffe, euch hat gefallen. Ich hoffe, ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht, ne, an diesem Projekt. So, ganz einfaches Rätsel im Übrigen noch am Schluss. So, ich müsste gerade überlegen, wie wir nochmal schieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part. Tschö, tschö, tschau, sagt euer
Leutox!